Ja, der Bundestag wird sich im weiteren Verlauf dieses ersten Sitzungstages in dieser Woche eben beschäftigen mit der Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, also ein landespolitisches Thema, was jetzt hier auf die bundespolitische Bühne drängt, denn die Fraktion der CDU-CSU-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde mit dem Titel beantragt: Aufklärung der Rolle von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Rahmen der Vorgänge um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Um was geht es? Die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, gegründet mit dem Ziel, eben die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertigzustellen, ist ein politischer Dauerbrenner, wahrhaftig. Es geht um verschwundene Steuerunterlagen. Es geht aber vor allem um die Frage, welchen Einfluss Moskau ausübte. Seit ihrer Gründung, das war 2021, steht diese Klimastiftung nämlich in der Kritik. Sie wurde mit 20 Millionen Euro Stiftungskapital des russischen Gazprom-Konzerns finanziert, der ja maßgeblich am Bau von Nord Stream 2 beteiligt war. Die Stiftung hat nicht nur Umweltprojekte gefördert, sondern vor allem die Fertigstellung der Gaspipeline sollte sie sicherstellen. Durch dieses Konstrukt also sollten mögliche US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 umgangen werden und auch am Bau beteiligte Unternehmen vor Sanktionen abgeschirmt werden. Vor einigen Tagen ist es bekannt geworden, dass eine Finanzbeamtin in Mecklenburg-Vorpommern wichtige Steuerunterlagen verbrannt hat. Alles Weitere dazu jetzt in der Aktuellen Stunde mit dem ersten Redner Mario Czaja. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, jetzt stellen Sie sich das mal vor. Da gibt es eine Finanzbeamtin, die bearbeitet eine Akte. Und die findet an dieser Akte zufällig eine andere Akte. Eine Akte, die offenkundig Schwierigkeiten machen kann. Die Beamtin gerät in Panik. Der Druck der Behörde und in der Öffentlichkeit, der ist sehr groß. Und sie weiß sich nicht anders zu helfen, als die Akte mit nach Hause zu nehmen, bei der Freundin in den Kamin zu jagen. Wenige Tage später offenbart sich diese Beamtin ihrer Vorgesetzten. Bis dahin klingt es noch nach einem seichten Ostseekrimi. Aber von da an beginnt auch ein handfester politischer Skandal. Und im Mittelpunkt dieses handfesten politischen Skandals steht wieder einmal die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, übrigens von ihrer zivilen Ausbildung her Steuerfahnderin. Jetzt reden wir zudem von einem Finanzminister von der SPD und einer Justizministerin von der Linken, die offensichtlich darüber informiert werden, das auch bekannt geben, aber es angeblich nicht für nötig erachten, diesen Brand dieser Akte zu melden. Wir reden über eine Ministerpräsidentin, deren Lieblingsprojekt die Gründung genau dieser Stiftung war, um Nord Stream 2 unter allen Umständen ans Netz zu bringen. Eine Ministerpräsidentin, die noch Ende Januar 2022 ihre Linie als wichtigste Gazprom-Lobbyistin treu blieb, als russische Truppen schon bis an die Zähne bewaffnet an den Grenzen der Ukraine standen. Da sagte sie noch: Ich hoffe auf ein zügiges, rechtsstaatliches Verfahren, damit die Leitung endlich in Betrieb geht. Eine Ministerpräsidentin, die in ihrem Einflussbereich so ziemlich alle an kurzer Leine hält, um alles unter Kontrolle zu haben. Und diese Ministerpräsidentin, wie gesagt, eine gelernte Steuerfahnderin, die soll von all dem nichts gewusst haben, sie will von all dem nichts gewusst haben, ist von ihrem Finanzminister, von ihrer Justizministerin über diesen Vorgang nicht informiert worden. Wer das glauben will, soll es glauben. Ich glaube es nicht. Aus meiner Sicht ist das die Fortsetzung von Tricksen, Täuschen und Vertuschen. Und die Vorgänge sind so unglaublich. Sie sind auch für die Rechtsstaatlichkeit in einer derartigen Unordnung. Und deswegen müssen wir eben darüber reden. Und Frau Schwesig nutzt ja oft die Gelegenheit, um hier im Bundestag zu sprechen. Heute hätte sie Gelegenheit gehabt, für Aufklärung zu sorgen, reinen Tisch zu machen. Sie kann es offensichtlich nicht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Union hat beim Projekt Nord Stream 2 das Thema unterschiedlich beurteilt. Und es wurden Fehler gemacht, und zu den Fehlern haben wir auch gestanden. Das ist aber ein wesentlicher Unterschied zu Ihrer Landesregierung unter Manuela Schwesig, die das nämlich bis heute nicht tut. Diese Stiftung hatte einen Tarnauftrag. Anstatt Klima zu schützen, sollte sie Nord Stream 2 unter allen Umständen ans Netz bringen.
mögliche Sanktionen umgehen und dem russischen Staatskonzern das Geschäft ebnen. Dafür hat Gazprom 20 Millionen Euro in zwei Tranchen locker gemacht. Die Stiftung hatte nichts anderes als Sinn, als Generalunternehmer des Kremls, als langer Arm Putins zu agieren. Das war die Idee dieser Stiftung. Und diese Stiftung wird weiterhin von Ministerin Schwesig, von Ministerpräsidentin Schwesig verteidigt. Und dann kam am 24. Februar 2022 der Überfall. Der Überfall Russlands auf die Ukraine. Und eigentlich war das Geschäftsmodell dieser Stiftung beendet. Übrigens, die demokratische Opposition in Mecklenburg-Vorpommern hat das erkannt. Die hat das zum Ausdruck gebracht. Die Öffentlichkeit hat das erkannt. Nur Manuela Schwesig und ihre Landesregierung haben das nicht erkannt. Es fehlt an politischer Hygiene. Sie hat gesagt, dass sie diese Stiftung auflöst. Sie hat gesagt, dass sie die 20 Millionen Euro zurücküberweist an die Ukraine. Das ist an die Ukraine spendet. Nichts von beidem ist geschehen. Die Stiftung existiert, das Vermögen existiert dort weiterhin. Es fehlt ihr einfach an der politischen Hygiene. Und wenn Sie heute die Presseerklärung von der Stiftung sehen, dann sehen Sie ja, dass sich diese Landesregierung immer in weitere, tiefere Widersprüche verwickelt. Sie enthält dem Landtag und der Öffentlichkeit wichtige Informationen. Sie zwingt Journalisten zu klagen, um den Skandal aufklären zu können. Dieser offensichtliche Schaden ist vor allem ein Schaden für die Demokratie, ein Schaden für den Rechtsstaat, ein Schaden für das Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Ja, auch ein Schaden für Mecklenburg-Vorpommern, aber eben auch vor allem ein Schaden für Deutschland. Und für diesen Schaden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, gibt es eine Verantwortliche, die dafür die Verantwortung trägt. Das ist Ihre Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Parteifreunde haben die Verantwortung, dieses Thema endlich aufzuklären, nicht weiter zu vertuschen, die Dinge zu klären und endlich klaren und reinen Tisch zu machen. Frau Schwesig hätte heute die Chance gehabt. Diese Chance hat sie verstreichen lassen. Machen Sie damit endlich klaren Tisch. Dafür ist diese Aktuelle Stunde da. Und da schickt die CDU gleich mal ihren Generalsekretär Mario Chaya hier ans Rednerpult zum Auftakt dieser Aktuellen Stunde. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern übrigens, da gibt es einen Untersuchungsausschuss, der die Vorgänge und die politische Verantwortung aufklären will. Jetzt Erik Malotki von Malotki für die SPD. Er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Während der Gründung der Klimastiftung und dem Bau von Nord Stream 2 war ich Kommunalpolitiker in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Ein Bundesland, welches im Zuge der Diskussion um Nord Stream 2 wahlweise als Putins Vorposten oder Kremlsumpf betitelt wird. Ein Bundesland, bei dem die Union meint, die gesamte Schuld für die deutsche Russlandpolitik der letzten 16 Jahre abladen zu können. Die gleiche Union, die 16 Jahre im Bund und 15 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern mitregiert hat und jetzt von all dem nichts mehr wissen will. Gestern glühende Nord Stream 2-Freunde, heute Chefankläger gegen die eigene Politik. Vom Saulus zum Paulus innerhalb von Monaten. Ich sage Ihnen ganz klar, Sie machen hier eine politische Show auf dem Rücken meines Bundeslandes. Sie ziehen hier den Fehler einer 26-jährigen Steuerfachangestellten aus Mecklenburg-Vorpommern ins bundesweite Rampenlicht. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, was Ihre Unterstellung und diese Aktuelle Stunde mit dieser Finanzbeamtin und ihrer Familie macht? Fakt ist, da brauchen Sie gar nicht lachen, Herr Merz. Fakt ist, zum Zeitpunkt der Vernichtung der Steuererklärung lag die Akte den Behörden vollständig vor. Es gibt also keine Lücken in der Akte. Die Steuererklärung wurde falsch abgeheftet und war deshalb nicht mehr zu finden für die Finanzbeamtin. Nachdem sie in Eigenrecherche die Steuererklärung doch noch gefunden hatte, war das Thema bereits übergroß in den Medien. Stellen Sie sich einmal den Druck vor, der auf der Schulter dieser Frau gelegen haben muss. Die Finanzbeamtin hatte Angst, dass sie wegen einer falsch abgelegten Akte in den Mittelpunkt einer Politik- und Medienkampagne gerät. Sie hat dann einen Fehler gemacht und die Akte vernichtet. Aber sie hat diesen Fehler gegenüber ihrer Vorgesetzten gemeldet und zugegeben. Deshalb konnte die Staatsanwaltschaft ermitteln und hat den Fall mittlerweile eingestellt.
Diese Frau hat Verantwortung übernommen. Lassen Sie mich dazu auch für die SPD Mecklenburg-Vorpommern eins klarstellen. Wir haben uns geirrt. Unser Ansatz des Wandel durch Handel hat nicht funktioniert. Und auch dafür übernehmen wir Verantwortung. Das gilt insbesondere für Manuela Schwesig. Sie hat im letzten Jahr öffentlich festgehalten, dass die Unterstützung für Nord Stream 2 und die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern mit dem Wissen von heute ein Fehler war. Was diese beiden Frauen, die 26-jährige Steuerfachangestellte und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geschafft haben, ist bei der Union meilenweit nicht zu sehen. Wo bleibt denn Ihre Verantwortungsübernahme? Es ist kein Zufall, dass diese Schmutzkampagne ausschließlich von männlichen Unionsmitgliedern gefahren wird. Ihre Männerklicke will sich aus der Verantwortung stehlen und schmeißt deshalb mit Schmutz und diskreditiert nicht nur zwei Frauen, die Verantwortung übernehmen, sondern ein ganzes Bundesland. Mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, dass es schwer ist, für eigene Fehler einzugestehen, aber genau das erwarten Menschen von der Politik. Was die Menschen nicht brauchen, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, ist politisches Showbusiness auf dem Rücken eines ganzen Bundeslandes. Und das ist besonders verwerflich, weil wir ein kleines Buch zusammenstellen könnten. Ein kleines Buch mit den Lobeshymnen der Union für Nord Stream 2. Ob hier im Bundestag, in Schwerin im Landtag oder gegenüber der Presse, die Union war immer zur Stelle als Pipeline-Freunde. Und ganz vorne dabei war mein Kollege Philipp Amthor. Der gleiche Kollege, hören Sie zu, der gleiche Kollege, der für Unternehmen die Türen im politischen Berlin geöffnet hat und dafür ordentlich abkassieren wollte, gibt sich jetzt hier als moralische Instanz. Kollege Amthor, Sie haben hier in einer Rede zu Nord Stream 2 gehalten und dabei gesagt, ich zitiere aus dem Protokoll der Sitzung vom 19. November 2020, die Fertigstellung dieser Pipeline liegt nicht nur im russischen Interesse, sie liegt vor allem im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Amthor Ende. Wenn also der Kollege Frey den vermeintlichen Kreml-Sumpf in Mecklenburg-Vorpommern trockenlegen will, muss er gar nicht zu uns in den Nordosten reisen. Er kann ganz einfach hier ins Bundestagsbüro des Kollegen Amthor gehen und um die Ecke anfangen. Lassen Sie mich zum Ende eins ganz klar sagen. Sollte irgendein Politiker, ob hier in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern, sich kaufen lassen, bin ich der Erste, der einen Rücktritt fordert. Das habe ich beim Kollegen Amthor getan und das werde ich auch in Zukunft tun. Was aber dem Fass, und ich komme zum Schluss, und dieser Debatte den Boden ausschlägt, ist eine Union, die es für richtig hält, in dieser aktuellen Stunde einen Abgeordneten als moralische Instanz und Chefankläger gleichsprechen zu lassen, der sich mit vollem Elan für ein Unternehmen eingesetzt hat, von dem er selbst einen Direktorenposten, Luxusreisen und Aktienoptionen erhalten hat. Das ist das Gegenteil von Glaubwürdigkeit. Danke. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist diese Stiftung, übrigens die Klimastiftung, politisch stillgelegt. Aber es gibt sie eben noch. Sie ist nicht aufgelöst, obwohl das die SPD-geführte Landesregierung eigentlich gefordert hat. Der Vorstandsvorsitzende ist der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering. Er hat das auch begründet mit einem Streit um die Schenkungssteuer, die die Stiftung mit dem Land führt. Und genau um diese Schenkungssteuer geht es ja auch bei den verschwundenen Steuerunterlagen. Ich freue mich, dass die Frau im Finanzamt Verantwortung übernommen hat. Ansonsten war das wohl kaum jemand bisher. Und deshalb ist es gut, dass wir heute über dieses Thema sprechen, wenngleich es mich natürlich schmerzt, dass es wieder mal mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern ist, das in ein schlechtes Licht gerückt wird. Wir hatten ja schon eine Autobahn, die im Moor versunken ist. Jetzt ist es Schwesigs SPD-Sumpf. Leider. Ich bin nur etwas überrascht, dass die Union hier initiativ geworden ist, denn Sie waren ja dabei. Die CDU im Landtag hat der Stiftungsgründung zugestimmt. Und der damalige Bundeswirtschaftsminister Altmaier und seine Chefin haben auch keinen Stein in den Weg gelegt. Ich will nur daran erinnern, falls Sie sozusagen auch der Vergessenheit anheimgefallen sind, wie der Kanzler es ja schon getan hat. Die AfD hat übrigens damals der Stiftung im Landtag nicht zugestimmt, auch wenn wir davon überzeugt waren, dass Nord Stream fertig gebaut werden musste. Aber diese Konstruktion kam uns von Anfang an ziemlich windig vor und am Ende hatten wir leider damit recht.
Und wirkliche Aufklärung findet eben bis heute nicht statt. Es wird weiter fleißig gemauert. Der Landesfinanzminister Goye hat sich ja nun geäußert, gestern auf einer Pressekonferenz. Er hat aber mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Er hat lange geschwiegen, Begründung Steuergeheimnis. Ja, und was meldet die Stiftung heute? Schon im Mai 2022 haben Sie ihm die Freigabe erteilt, sich zu äußern. Was erzählt uns der Finanzminister der SPD dort in Schwerin? Und es ist klar, es ist überragendes öffentliches Interesse sowieso an dieser Geschichte, wenn es um eine so hohe Summe Steuer geht bei der Schenkungssteuer und vor allen Dingen um eine abenteuerliche Verbrennung von Akten. Was sind das für Zustände in unserer Republik? Das ist doch Bananenrepublik, das können wir uns doch nicht leisten, so etwas. Eines ist klar, Minister Goye wusste bereits Ende April, das hat er ja zugegeben, vom Verschwinden der Unterlagen. Aber noch im Mai hieß es im Landtagsausschuss dennoch, dass alles da sei. Kurz vor Weihnachten haben die Landtagsabgeordneten dann vom Kamingate erfahren. Man kann wirklich nur den Kopf schütteln. Wie geht man hier mit Volksvertretern um, die unser Land, in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern, vertreten sollen? Und wie geht man mit den Bürgern des Landes um, die doch hier auch die Transparenz verdient haben? Es geht einfach nicht, was da passiert. Und die Schwesig-Frage bleibt nach wie vor offen. Wann wusste Manuela Schwesig von der verbrannten Steuererklärung und all den merkwürdigen Vorgängen im Ribnitzer Finanzamt? Und diese Frage muss die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern endlich öffentlich beantworten. Aber Frau Schwesig, mein Name ist Hase, duckt sich weiter weg. Und das ist die Methode, Schwesig. Man sieht sie eigentlich nur, wenn es was zu strahlen gibt, wie letzte Woche. Da sind unsere Volleyballerinnen in Schwerin erfolgreich gewesen, haben Pokal geholt. Wir gratulieren auch alle sehr, sehr herzlich. Aber da sieht man sie. Bei anderen Dingen duckt sie sich eben immer wieder weg. Wenn es unangenehm wird, hört man gar nichts von ihr oder zumindest nichts Gescheites. Oder ihr wächst an jeder Hand noch mal neue Zeigefinger, um die Schuld auf andere zu schieben. Wie geschehen gerade bei der Geschichte Upal. Das kleine 500-Einwohner-Dorf in Westmecklenburg ist bekannt geworden, jetzt, weil es ein Containerdorf vor die Tür gesetzt bekommt, mit 400 Migranten. Frau Schwesig hat ein Interview geführt vor kurzem und hat gesagt, ja, das wäre eigentlich ganz gut, wenn diese Größenordnung vielleicht nicht so wäre und dieses Containerdorf etwas kleiner ausfallen könnte. Das ist ja sicherlich alles richtig, aber wer weist denn die Migranten zu? Es ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, das den Kreisen die Migranten dorthin schickt. Und deswegen ist das wieder mal bigott, was Frau Schwesig hier macht. Es ist immer das gleiche Spiel. Alle anderen haben Schuld und sie wäscht ihre Hände in Unschuld. Das ist die Methode Schwesig und keine verantwortliche Politik, die sie dort treibt. Fassen wir zusammen. Im roten Filz der SPD im schönen Mecklenburg-Vorpommern herrscht etwas Unruhe, weil das Ausmaß der Tricksereien erst langsam sichtbar wird und die Ministerpräsidentin mittlerweile offenbar auch vielen als verbrannt gilt. Und noch dazu ist ja jetzt auch die AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft in verschiedenen Umfragen. Das kann vielleicht auch eine gewisse Rolle spielen, kann ich nicht ganz ausschließen. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass der Untersuchungsausschuss im Landtag die nötige Aufklärungsarbeit jetzt erzwingen wird, denn sie ist notwendig und unsere Landtagsfraktion wird sich daran auch fleißig beteiligen. Es darf auf Dauer nicht sein, dass unser schönes Mecklenburg-Vorpommern so unter Wert regiert wird. Und am Schluss noch mal ganz kurz zur Union, unsere großen Aufklärer von der Union. Es wäre wirklich schön, wenn Sie auch im Fall der gesprengten Nord Stream Pipelines so viel Elan an den Tag legen würden. Richten wir hier doch im Bundestag gemeinsam einen Untersuchungsausschuss ein, denn es muss auch hier die Wahrheit ans Tageslicht. Die Bürger haben ein Recht darauf. Vielen Dank. Dann, was die verbrannten Steuerakten anbelangt, dahinter steht ja auch die Frage, ob die Klimastiftung gemeinnützig ist oder nicht. Wenn nicht, muss sie nämlich Schenkungssteuer zahlen. Im September 2022 erhielt die Stiftung einen Steuerbescheid über 9,8 Millionen Euro. Grund, die Klimastiftung sei nicht gemeinnützig. Dagegen wurde geklagt vor dem Finanzgericht. Die Entscheidung, die steht übrigens noch aus, liegt also nach wie vor beim Finanzgericht.
Der mutmaßliche Hauptzweck der Stiftung war es nicht, besonders viel für den Klima- und Umweltschutz zu tun. Nach vielen wohlklingenden Spiegelstrichen hinsichtlich des Stiftungszweckes heißt es im Antrag der damaligen Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern an den Landtag im Januar 2021 am Schluss sehr unverblümt, Stiftungszweck sei es eben auch, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb innerhalb der Stiftung zu gründen, mit dem Zweck, so wörtlich, einen Beitrag zum Fortgang der Arbeiten an der Pipeline Nord Stream 2 zu leisten. Das Stiftungskapital in Höhe von 20 Millionen Euro sollte dann auch vom russischen Energiekonzern Gazprom stammen. Stellen wir uns einmal vor, ein politischer Beobachter wäre Ende 2020 bedauerlicherweise in ein Koma gefallen und erst heute wieder aufgewacht. Und er würde mit dem Betrachten der heutigen weltpolitischen Realität die Geschichte dieser Stiftungsgründung, so wie ich sie gerade in aller Kürze wiedergegeben habe, nachlesen. Wer könnte es diesem politischen Beobachter verdenken, wenn er dazu einfach rhetorisch fragen würde, wie konnte dieser Wahnsinn tatsächlich politisch umgesetzt werden? Nun, bekanntlich wurde das politisch genauso umgesetzt. Und stand die Landesregierung damit ganz alleine da? Nein, denn der Bau von Nord Stream 2 war auch ganz im Sinne der damaligen Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Dabei hatte es an Warnungen nicht gefehlt, im Ausland wie im Inland. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie es die damalige Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war, die immer und immer wieder auf die geopolitischen Risiken dieses Projektes hingewiesen hatte. Nun, am Ende ist das wieder einer dieser Punkte, wo wir uns als Grüne wünschen würden, wir hätten nicht recht gehabt. Aber leider ist es eben anders. Zumindest ist festzuhalten, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ihren Fehler, wenn auch sehr spät, korrigieren und die Stiftung auflösen will. Gleichwohl bleiben weiter Fragen offen. Eine dieser Fragen betrifft den Umgang mit der Frage nach einer Schenkungssteuer auf das von Gazprom an die Stiftung überwiesene Kapital von eben 20 Millionen Euro. Wenn nun am Ende dann die Stiftungssteuer auf die kompletten 20 Millionen Euro berechnet werden sollten, dann würde das ja bedeuten, dass dieses Kapital in Gänze niemals dazu gedacht war, den Klima- und Umweltschutz zu dienen und damit gemeinnützig zu sein. Wie also kam das Finanzamt Riebnitz-Damgarten zu dieser Einschätzung und damit zu einer offensichtlichen Kehrtwende? Hat es politischen Druck gegeben? Hat es umgekehrt zuvor einen politischen Einfluss gegeben, diese Festsetzung angesichts des eingesetzten Untersuchungsausschusses zu verzögern? Ich nehme die verschiedenen Angaben dazu, auch hinsichtlich des Steuergeheimnisses der Beteiligten gestern und heute, mit Erstaunen zur Kenntnis. Und ist das Verbrennen einer Steuererklärung der Stiftung in einem privaten Kamin durch eine Finanzbeamtin tatsächlich nur eine skurrile Nebennotiz, weil Kopien der Unterlagen ja vorlagen? Selbst wenn das so wäre, und das mag ja so sein, dann passt es doch ganz gut ins Bild des Projektes einer Klima- und Umweltstiftung mit dem Geld eines russischen Gaslieferanten, das ebenso wie das Projekt der Pipeline Nord Stream 2 nie hätte begonnen werden dürfen. Ich bin froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern hier nicht locker lassen und sich für umfassende Aufklärung einsetzen und den Vorschlag, mit den Restmitteln der Stiftung die Opfer von Putins Angriffskrieg zu unterstützen, finde ich doch sehr bedenkenswert. Eins kann ich Ihnen aber leider nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, nämlich das Benennen einer gewaltigen politischen Verantwortung auch auf Ihrer Seite. Es war die von Ihnen geführte Bundesregierung, die Nord Stream 2 trotz aller Warnungen weiter vorangetrieben hat. Und es war eben auch eine CDU-Landesministerin, die diese Stiftung innerhalb von 24 Stunden genehmigt hat. Innerhalb von 24 Stunden. Wow, die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Aber mal Scherz beiseite, auch wenn wir uns als Koalition wirklich bemühen, Genehmigungsverfahren deutlich zu beschleunigen. Manchmal geht Gründlichkeit und lieber noch mal hinschauen und noch mal drüber nachdenken, eben doch vor Geschwindigkeit. Das wäre in diesem Fall wirklich wünschenswert gewesen. Ich hoffe, alle Beteiligten haben daraus gelernt. Keine Abhängigkeiten mehr von fossilen Energieträgern mehr. Es reicht nicht einseitig aus autokratischen Staaten. Wir haben dafür teuer bezahlt. Und nur durch die großen Anstrengungen dieser Bundesregierung und insbesondere von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck und den Menschen in seinem Ministerium sind wir noch mal davongekommen. Das Fazit kann also nur lauten: kein Greenwashing mehr, keine Abhängigkeit von Autokraten mehr und die Zukunft ist erneuerbar. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Sagt Sascha Müller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt hören wir einen weiteren Redner, der in Mecklenburg-Vorpommern
politisch beheimatet ist, will ich mal sagen. Er ist aber auch der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch. Diese Aktuelle Stunde ist ein ziemlich durchschaubarer Versuch der Union, eine Landesregierung, ein Bundesland und eine Ministerpräsidentin zu beschädigen. Ich kann nur eins um eins bitten. Lassen Sie bitte die Steuerfachangestellte raus. Diese arme Frau ist nun wirklich nicht die Verantwortliche. Und ausgerechnet die Union macht das. Ich würde es ja noch verstehen, wenn die FDP, wenn Hagen-Reinhold oder Claudia Müller von der FDP so einen Antrag gestellt hätten. Aber die Union, also ehrlich gesagt, die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern wurde natürlich gegründet, auch um Nord Stream 2 zu Ende zu bringen. Natürlich war das so. Sie wollten aber als Union bis, oder alle in Mecklenburg-Vorpommern wollten das bis zum 24. Februar. Es gab damals keine Gegenstimmen. Ich will mal vor allen Dingen daran erinnern, sowohl das zuständige Wirtschafts- als auch das Justizministerium war in der Hand der Union. Die waren unionsgeführt. Und es gab keine Einsprüche gegen die sogenannte dubiose Klimastiftung. Das ist nicht der Fall. Ist auch kein Wunder. In der Klimastiftung, im Vorstand, der Stellvertreter ist Werner Kuhn. Die Älteren erinnern sich, ein Kollege, der hier im Bundestag saß, der dann Europaabgeordnete der Union war. Die Union hat alles mitgetragen, meine Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, wenn die Union lacht, wenn hier die SPD vorträgt, wissen Sie, was damals ernsthaft dubios in Mecklenburg-Vorpommern war? Das war das Verhalten von Philipp Amthor. Der hat sein politisches Mandat für private Interessen missbraucht. Von St. Moritz bis nach New York. Sie haben gependelt zwischen diesen Orten, immer mit dem Shampoosglas in der Hand. Was macht denn Ihr damaliger Kumpel Hans-Georg Maaßen heute? Das ist ein politischer Skandal gewesen, lieber Philipp Amthor. Da hätten Sie mal etwas mehr Zurückhaltung an den Tag legen müssen. Und meine Damen und Herren, niemand, wirklich niemand, der bei Verstand ist, glaubt doch ernsthaft, dass ein Projekt solcher Größenordnung, Nord Stream 2, eine Stiftung dazu zu gründen, in Mecklenburg-Vorpommern entschieden ist. Na, das ist doch absurd, Mario Chaya, völlig absurd. Weder Angela Merkel, noch Olaf Scholz, noch Peter Altmaier haben damals gesagt, Stiftung mit uns nicht. Nein, die haben das alles mitgetragen. Sie wollten das. Angela Merkel war in Wahrheit die Mutter von Nord Stream 2. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und ich sage ganz klar, ich war auch für Nord Stream 2. Ich war auch für Nord Stream 2. Ich stehe dazu. Ich habe mich in dieser Frage geirrt. Das war ein Fehler. Das ist unbestritten. Aber ich will mal Ihren damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier zitieren. Der hat hier noch ganz am Ende seiner Legislatur gesagt und sich dagegen verwahrt, Projekte, die auf Jahre angelegt sind, alle paar Monate in Frage zu stellen. Das ist die Wahrheit. Haben Sie als Union das alles vergessen, meine Damen und Herren, nur weil das jetzt nicht mehr opportun ist? Ich finde, ehrlich gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und dann haben offensichtlich auch die Kolleginnen und Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern einige gravierende Erinnerungslücken. Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, ist hier schon erwähnt worden, wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt. Richtig so und gut so. Alle Ministerien haben die angeforderten Akten und Dokumente geliefert. Nur ausgerechnet die Kalender der Unionsminister von Herrn Glawe, von Frau Hofmeister, von Herrn Renz, da waren die Daten gelöscht. Donnerwetter, was ein Zufall, gerade die Union. Aber hier vergleichsweise eine große Klappe. Ich appelliere bei uns allen daran. Lassen Sie uns bitte an den Fakten orientieren. Natürlich Aufklärung, natürlich Transparenz, aber bitte auch Rechtsstaatlichkeit. Selbstverständlich aufklären, warum die Beamtin illegal eine Steuererklärung verbrennt. Das ist doch völlig unbestritten. Aber das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern und nicht von Hobbyanklägern aus der Union, meine Damen und Herren. Gleichwohl, die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern, die ist obsolet. Nord Stream 2 ist absehbar kein Thema. Das ist zuallererst so, weil Russland seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine führt. Aber es ist auch so, weil die Pipelines zerstört worden sind. Und um das klar zu sagen, weil Infrastruktur für die deutsche Energieversorgung angegriffen wurde. Und meine Damen und Herren, das ist ein inakzeptabler Vorgang. Das sollte dringend aufgeklärt werden. Aber da schweigt die Bundesregierung, meine Damen und Herren.
Und abschließend selbstverständlich, sowohl Erwin Sellering als auch Werner Kuhn, ich erwarte von denen, dass sie die Auflösung der Stiftung nicht weiter blockieren. Das muss endlich geschehen. Da mögen Union und SPD bitte Druck machen. Aber liebe Union, bitte etwas kleinlauter, wenn man in seinen Reihen Verantwortliche wie Philipp Amthor hätte, etwas mehr Bescheidenheit werde angebracht. Herzlichen Dank. Ja, auch wenn die Klimastiftung unter maßgeblicher Mitwirkung von Ministerpräsidentin Schwesig mit dem Zweck gegründet worden war, drohende US-Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu umgehen. Dietmar Bartsch hat gesagt, erinnern Sie sich, alle wollten das doch in Mecklenburg-Vorpommern. Hagen Reinhold jetzt für die FDP. Ich war eigentlich dankbar über diese Aktuelle Stunde, weil sie die Möglichkeit gegeben hätte, verloren gegangenes Vertrauen in Demokratie und Exekutive wiederherzustellen. Das wäre heute hier die Gelegenheit gewesen. Das Mindeste, was ich mir erwartet hätte, wäre bei allen Vorrednern, die vor mir kamen, den Ausdruck, dass der Bedarf besteht, lückenlos aufzuklären, was mit dieser Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern los ist. Und zu zeigen, dass Fehlverhalten in der Politik nicht konsequenzenlos bleibt. Und das habe ich bei einigen Rednern bis jetzt schmerzlich vermisst. Ich bin froh, dass es in Mecklenburg-Vorpommern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gibt, der all das aufklärt rund um diese Stiftung. Denn wir wissen ja nicht erst seit heute, dass bei der Erstellung der Stiftung nicht nur Staatskanzlei, Finanzministerium dabei gewesen sind, sondern auch, dass man aus Russland den Stift gehalten hat. Und das muss uns zu denken geben und das muss Konsequenzen haben. Dieser Konstrukt der Stiftung, dass der falsch ist, zeigt ja nicht nur die Vorgänge rund um die Steuer, die jetzt da sind. Denn wer glaubt denn ernsthaft, dass 20 Millionen von Gazprom überwiesen worden sind an diese Stiftung, um Seegraswiesen in der Ostsee zu errichten? Wer glaubt das denn ernsthaft? Das glaubt auch kein Mensch. Hätten die das vorgehabt, hätte es ja Möglichkeiten gegeben. Bei Nord Stream 1 gab es nämlich schon eine Stiftung, da sitzen sogar Umweltverbände mit im Vorstand drin. Die hätten es bestimmt besser gemacht. Mit 10 Millionen damals von Nord Stream 1 in die Wege geleitet, diese Stiftung. Die wäre doch da gewesen. Die Möglichkeit hätte also bestanden. Das also kann der Grund nicht gewesen sein. Welche Erwartungshaltung hat man also an diese 20 Millionen geknüpft? Welche politische Erwartungshaltung an die Landesregierung waren damit verknüpft? Das ist das, was es zu klären gibt und das ist das, was es zu bewerten gibt. Und es gibt ja noch viel mehr um diese Stiftung, was lustig erscheint, aber vielen politisch Handelnden eigentlich ihre Doppelmoral vor Augen führt. Fangen wir mal damit an, dass 80 Firmen für 165 Millionen Euro Aufträge erhalten haben von dieser Stiftung. Vorbei an jedem Vergaberecht. Bei einer Landesregierung, die gerade ein Tariftreue- und Vergaberecht in Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen will, mit höchsten moralischen Ansprüchen, höchsten sozialen Ansprüchen, die gründet eine Stiftung, wo sie an jedem Vergaberecht vorbei 165 Millionen Aufträge verteilt. Diese Doppelmoral ist doch offensichtlich und noch gar nicht zur Sprache gekommen. Wenn ich den nächsten Punkt aufmache, der sollte uns im Bundestag schon zu denken geben. Ein kleines Bundesland, Mainz in Mecklenburg-Vorpommern, hat nämlich über Jahre hinweg Nebenaußenpolitik betrieben. Und das würde ich mal meinen, in Angesichts der Tatsachen, die uns heute vorliegen, ohne jede Kompetenz. Da ist Außenpolitik gemacht worden, auch ohne jedwede Kompetenz einzuschätzen, welche Sicherheitsrelevanz das eigentlich haben kann. Und ich nenne nur mal ein paar Beispiele. Sellering reist 2014 zu einer Wirtschaftsreise nach Russland und lässt sich nach der Krim-Annexion noch auf einem Empfang zu Ehren von Gerhard Schröder von Nord Stream blicken. 2016 auf dem zweiten Russlandtag stellt er sich hin und sagt, die Sanktionen gegen Russland müssen abgeschafft werden, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Die Gäste des Russlandtages haben übrigens bis zum Schluss sind die keiner Sicherheitskontrolle unterworfen worden. Das gab es überhaupt nicht. Und wenn ich heute sage, es braucht wahrscheinlich sogar mehr als den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, es braucht wahrscheinlich sogar einen Sonderermittler, der aufklärt, dann mahne ich jetzt schon, nicht, dass die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern darauf kommt, wir machen es wie in Hamburg und nehmen einen sozialdemokratischen Genossen mit Russland-Vergangenheit, wo der Verfassungsschutz davor warnt, dieser Sonderermittler sollte besonders neutral da sein. Das Abhängigkeitsverhältnis der Landesregierung zu Russland ist doch mehr als offenbar. Und jetzt die Vorwürfe rund um die Stiftung der letzten Tage. 2022 im April der Finanzminister, und jetzt reden wir über Steuergeheimnis. Die Justizministerin, wissen wir, die hat seit Mai 2022 Kenntnis davon gehabt. Die ist nun wirklich an Steuergeheimnis nicht gebunden gewesen.
Unabhängig davon, dass heute die Pressemitteilung der Stiftung uns ja sagt, dass im Mai schon das Steuergeheimnis aufgehoben worden ist und jeder die Möglichkeit gehabt hätte. Wo ist denn hier das Fingerspitzengefühl einer Landesregierung, die hätte erkennen müssen bei der öffentlichen Debatte rund um die Stiftung, dass es notwendig gewesen wäre, die Öffentlichkeit herzustellen, zumindest dem Parlament Bescheid zu sagen, was mit den Steuerakten geschehen ist. Wo sind denn die Steuernummern eigentlich der beiden Vorgänge? Es sind ja zwei Einzahlungen gewesen. Wo ist zumindest mal eine Ablage, eine Nummer eines Vorgangs in einem Finanzamt? Warum wird nicht besprochen, dass das nicht nur in Rostock eingegangen ist, sondern auch 6 Monate später und das Gesetz was ganz anderes vorgibt? Warum ist denn bis jetzt noch nicht gesprochen worden, dass hier bei diesen Landessteuern, bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer ganz offensichtlich auch im Verfahren schon einiges im Argen liegt? Ich meine, sowohl die Nebenaußenpolitik der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern sollte uns nicht nur zu denken geben, sondern zeigen, dass es diesem kleinen Bundesland nicht gelungen ist. Die Vorgänge rund um die Stiftung zeigen, dass Demokratie, das Vertrauen in Demokratie verloren gegangen ist. Das müssen wir mühevoll wieder aufgeben. Und jeder ist jetzt gefragt, mit seinen auch politischen Konsequenzen dazu beizutragen, dass zusätzlich zum verloren gegangenen Vertrauen in die Politik, in die Demokratie, auch das Vertrauen in unsere Institutionen wieder vorherrscht. Es kann nicht sein, dass bei den Bürgern der Eindruck erweckt wird, dass in einem Finanzamt ganz offensichtlich manche eine andere Rolle spielen als jeder normale Bürger. Ich übrigens bin beim Finanzamt Ribnitz-Damgarten, auch mit meiner Firma, habe mich da bis jetzt immer gut behandelt gefühlt und habe nie festgestellt, dass nach Nase da behandelt wird. Also, es gibt nur eine Sonderermittlung. Die Redezeit war vorbei gewesen, als Sie Ihre persönlichen Outings hier. Genau. Entschuldige mich recht herzlich und wünsche der SPD eine gute Aufklärung. Die Wünsche von Hagen Reinhold. Philipp Amthor wurde hier in der Debatte schon mehrfach angesprochen. Jetzt kann er darauf reagieren. Er ist der Vorsitzende der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, allen rot-roten Nebelkerzen zum Trotz muss man noch mal sagen, der Kreml schiebt 20 Millionen in ein Land, um angeblich dem Klimaschutz zu helfen. Eine Finanzbeamtin verbrennt, Zitat, aus Panik eine brisante Steuererklärung im Kamin. Ein Finanzminister belügt das Landesparlament und eine Ministerpräsidentin will von all dem erst aus der Presse erfahren haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, diese Szenen klingen nach einem lauen Sonntagabend-Krimi, aber der metaphorische Tatort Schwerin ist leider Realität im Land Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren. Das alles garniert mit Liebesgrüßen aus Moskau und die handelnden Akteure, sie sind alle noch im Amt. Und ich finde, es ist völlig berechtigt, dass wir diese Vorgänge hier im Parlament auch debattieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will es als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern deutlich sagen, ich bedauere vor allem, dass diese Vorgänge das Land Mecklenburg-Vorpommern in Misskredit gebracht haben. Und das liegt nicht daran, dass die Union das hier thematisiert, sondern das liegt am Verhalten der SPD, meine Damen und Herren. Das ist die Realität. Und ja, die CDU hat regiert mit Manuela Schwesig, als die Klimastiftung aufgesetzt wurde. Das alles ist aber kein Blankoscheck für Kamingate. Das ist kein Blankoscheck dafür, dass der Finanzminister jetzt das Parlament belügt. Das geht auf das Konto von Manuela Schwesig, und das muss auch die Wahrheit bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem Frau Schwesigs Umgang mit den aktuellen Vorwürfen ist ja bemerkenswert. Im März 2020 hat sie rechtlich zugegebenermaßen heikel, aber doch entschlossen versprochen, die Auflösung der Klimastiftung. Resultate? Fehlanzeige. Ein Jahr später keine Zeitenwende bei der Stiftung. Sie hat ebenfalls im März 2022 versprochen, dass das Kreml-Geld stattdessen in die Ukraine gehen soll. Resultat? Fehlanzeige. Und jetzt auch noch Kamingate, das zu Recht die Frage aufwirft, ob diese rot-rote Landesregierung noch in der Lage ist, mit Selbstreinigungskräften sich diesem Thema überhaupt anzunehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen will ich sagen, das alles macht Mecklenburg-Vorpommern zum Gespött, und dafür trägt Rot-Rot die Verantwortung. Und ich bedauere es in diesem Zusammenhang auch, dass die Ministerpräsidentin und ihr hoch angeschlagener Finanzminister die Chance verpasst haben, hier heute im Parlament selbst Stellung zu nehmen. Eines ist für uns klar, im Landtag wie im Bundestag, Frau Schwesig kann das nicht einfach weglächeln, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich Ihnen auch sagen, es macht mir große Sorgen,
wie die rot-rote Landesregierung und Minister Goye, der Finanzminister, mit dem Parlament umgeht. Im Mai 2022 hat er den Landtag darüber informiert, dass ihm keine Erkenntnisse vorliegen zu verloren gegangenen Steuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt müssen wir erfahren, dass er bereits im April darüber informiert wurde. Und das führt doch zur zentralen Frage, warum lügen Schwesigs Minister, meine Damen und Herren? Das ist doch hier die Frage. Warum hat diese Entscheidung über die Schenkungssteuer so lange gedauert? Wir haben heute von Herrn Sellering gehört, dass angeblich das Bundesfinanzministerium gefragt wurde. Dazu wissen wir nichts. Dann hieß es erst keine Steuerveranlagung, dann angeblich schon. Frau Schwesig sprach immer von 20 Millionen für den Klimaschutz, nicht von 10 Millionen. Es war hin und her, vor und zurück. Und wir fragen deshalb, was haben Sie eigentlich zu verbergen, Frau Schwesig? Und wir erleben in dieser Debatte ja Heldenhaftes. Der schwer angeschossene, lügende Finanzminister im Land Mecklenburg-Vorpommern wirft sich im letzten Gefecht dann jetzt vor Manuela Schwesig und sagt, die hat von alledem erst aus der Presse erfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wen wollen die beiden mit dieser Geschichte eigentlich zum Narren halten? Das kann doch nicht funktionieren. Jeder, der sich mit dem Thema auskennt, jeder, der sich mal mit der Frage des Steuergeheimnisses beschäftigt hat, der weiß seit 1984, seit der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Flick-Verfahren, dass wenn das Vertrauen in die Steuerverwaltung gefährdet ist, dass dann das Steuergeheimnis durchbrochen wird, sowohl gegenüber dem Parlament als auch innerhalb der Regierung. Und man muss sich ja fragen, wann ist denn das Vertrauen in die Steuerverwaltung aus Sicht von Frau Schwesig gefährdet? Wenn nicht bei einer brennenden Steuererklärung, muss erst die ganze Finanzverwaltung in Flammen stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Frage muss man doch aufwerfen. Und deswegen ist für uns klar, dieses Thema braucht Antworten in der Sondersitzung des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern. Und es wäre gut gewesen, wenn diese Antworten auch hier im Parlament gegeben werden. Wir lassen das Manuela Schwesig nicht durchgehen. Herzlichen Dank. Soweit Philipp Amthor, der hier nicht auf die Vorwürfe eingegangen ist, die vorher schon in der Debatte aufkamen, die zugegebenermaßen auch nicht das Thema dieser Aktuellen Stunde sind. Timon Gremmels spricht jetzt für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, als einer der Abgeordneten, der in der letzten Wahlperiode sehr häufig hier vorne gestanden hat und auch für Nord Stream 2 gesprochen hat, möchte ich die Gelegenheit nutzen und sagen, dass ich da einer Falschauffassung unterliegt bin. Ich bin davon ausgegangen, dass Wandel durch Handel funktioniert, dass die Pipeline auch eine Brücke sein kann. Und seit dem 24.02. letzten Jahres müssen wir feststellen, muss ich für mich feststellen, dass ich falsch gelegen habe. Und das gehört an so einer Debatte an erster Stelle. Ich wundere mich, dass die Union dazu nicht fähig ist, weil auch sie hat dafür gestimmt, und zwar durchgängig. Wenn ich jetzt hier, Herr Scheier, Sie höre, Sie haben gerade gesagt, es gäbe unterschiedliche Positionen in der CDU, hätte es gegeben zum Thema Nord Stream. Ich habe gestern in der Vorbereitung mal die Debatten durchgelesen. Herr Hahn, CSU, Herr Altmaier, Herr Pfeiffer, Herr Köppen, Herr Amthor, Herr Hauptmann, alle, die hier gesprochen haben, waren glühende Verfechter für Nord Stream. Ich weiß gar nicht, wo Sie dann sozusagen Ihre unterschiedlichen Positionen hatten. Falls Sie die gehabt haben, haben Sie zumindest die sehr gut verschleiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Amthor, Sie sind ja ein guter Rhetoriker. Aber wenn gerade Sie sich hier hinstellen und über das Vertrauen in Politik und in Politiker sprechen, mit Ihrer eigenen persönlichen Vita, mit Ihrer wenigen Selbstreflexion, mit der Unvernunft und der Unmöglichkeit, sich auch dafür zu entschuldigen und Konsequenzen zu ziehen, das bei anderen einfordern, das zeigt doch, was für ein kleines Karo Sie machen. Und ehrlich gesagt, Herr Merz, ich verstehe nicht, warum Sie Herrn Amthor hier als Redner vorgeschlagen haben. Das zeigt, dass es voll in die falsche Richtung geht. Und Herr Scheier, dass das hier um politischen Klamauk geht, zeigt doch, dass hier nicht ein Energiepolitiker der Union gesprochen hat als erster, nicht ein Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern. Nein, der CDU-Generalsekretär spricht hier. Das sagt doch alles. Sie wollen hier einen vermeintlichen Skandal auf die Bundesebene hören, um sich selber zu profilieren. Das ist ganz kleines Karo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann machen Sie das noch auf dem Rücken einer Steuerfachangestellten, die einen Fehler begangen hat. Sie hat einen Fehler begangen. Sie hat Unterlagen vernichtet. Sie ist aber selbst zu ihrem Finanzamtsvorstand gegangen, hat sich selber
dort auch offenbart. Es ist sofort ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Es ist sofort die Staatsanwaltschaft informiert worden. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, das Verfahren ist abgeschlossen, das Disziplinarverfahren läuft noch. Es ist doch hier wirklich nach alles, nach diesem Fehlverhalten, das individuell ist, alles ordentlich aufgearbeitet worden. Und ich könnte ja Ihre Sachen verstehen, wenn das, was sozusagen verbrannt worden wäre, nicht mehr da wäre. Aber es ist doch sehr unverzüglich bei dem Steuerberater auch angefordert worden, die Kopien der Unterlagen. Das heißt, die liegen vor. Das heißt, alle Akten sind vollständig. Das auch mal an die Menschen, die uns dazukommen. Es ist nichts vernichtet worden auf immer, sondern die Daten, Fakten und Zahlen sind vorhanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist das, was doch entscheidend ist. Hier liegen alle Fakten auf dem Tisch. Und ehrlich gesagt, es ist doch auch völlig richtig, dass sowas dann in einem Untersuchungsausschuss auf Landesebene aufgearbeitet wird. Da gehört es hin und nicht hier in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie meinen, doch, dann kann ich Ihnen sagen, vielleicht haben Sie ja sogar recht, vielleicht gehört es doch hierhin, weil die spannende Frage ist doch, weil Sie immer sagen, dass diese Stiftung, die sei ja irgendwie ominös, da kann ich Ihnen nur sagen, diese Stiftung hat der Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler am 7.1.2021 im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu hat er gesagt, ich zitiere, aus diesem Grund befürwortet meine Fraktion unverändert den Bau der Pipeline, ebenso jetzt die Einrichtung der Stiftung, die neben dem Klimaschutz auch den Bau der Pipeline absichern soll. Ein führender CDU-Politiker aus Ihrem Bundesland hat das am 7.1.2021 im Landtag gesagt. Das ist Ihre Position gewesen. Sie haben die Stiftung für richtig empfunden und haben ja auch noch ein Mitglied, einen stellvertretenden Vorsitzenden benannt. Und Peter Altmaier hat in einem seiner vielen Gespräche jetzt in seiner vielen freien Zeit in der Augsburger Allgemein zum 30.04.22 zur Errichtung der Stiftung gesagt, ich zitiere, ich habe nach gründlichen Überlegungen davon abgesehen, das Projekt öffentlich zu kritisieren, weil es sich formal letztlich um eine Entscheidung des Parlaments eines Bundeslandes im Rahmen seiner Zuständigkeit handelt, die von der Regierung des Bundes grundsätzlich nicht öffentlich kritisiert werden sollen, aus Respekt vor dem Bund-Länder-Verhältnis. Das heißt, Ihr damaliger zuständiger Bundeswirtschaftsminister hat davon abgesehen, da Widerspruch einzulegen. Auch das gehört zu einer Gesamtverantwortung dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der kommen Sie nach, nicht nach. Und deswegen lassen Sie uns hier das Spektakel beenden und lassen Sie uns zur Fach- und Sachaufklärung im Untersuchungsausschuss im Lande Mecklenburg-Vorpommern gehen. Da gehört es hin und da wird eine gute Arbeit geleistet. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Timon Gremmels war das, hat hier die Ministerin auch verteidigt. Bernhard Herrmann für Bündnis 90 Die Grünen spricht als Nächster. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Amthor, welch ein parteipolitischer Zirkus, den Sie hier respektlos veranstalten. Und nachdem Sie davor respektlos gelacht hatten in den Reihen bei diesem Thema, das ist daneben. Sorry. Nord Stream 2 war von Anfang an eine sehr schlechte Idee, bei deren Umsetzung sich ein Fehler an den anderen reihte. Die ersten beiden wurden 2015 mit dem Beschluss begangen, diese Pipeline überhaupt zu bauen. Der erste Fehler: Schon damals war klar, dass Nord Stream 2 klimapolitischer Unfug ist. 2015 hat die Staatengemeinschaft das Pariser Abkommen beschlossen. Trotzdem hielt es die CDU-geführte Regierung für richtig, weitere klimaschädliche fossile Infrastrukturen zu bauen. Dabei haben Studien von Anfang an gezeigt, dass diese Pipeline nie für die stabile und sichere Energieversorgung benötigt wird. Stattdessen hätte die damalige Regierung besser den erneuerbaren Ausbau konsequent voranbringen sollen. Das wäre nicht nur besser fürs Klima gewesen, das hätte auch schon damals die Versorgungssicherheit gestärkt. Damit sind wir beim Fehler Nummer 2. Nord Stream 2 war ein geopolitisches Projekt Russlands. Nord Stream 2 war die geopolitische, energiepolitische Fessel, mit der uns Russland von vornherein abhängig machen wollte. Russland hat 2014 die Krim annektiert. Die Entscheidung, Nord Stream 2 zu bauen, fiel also nach der russischen Invasion der Krim. Und spätestens danach war doch aber klar, dass Russland kein zuverlässiger Partner ist, dem wir einen so großen Teil unserer Energieversorgung anvertrauen können. Unsere Bündnispartner, auch in der Europäischen Staatengemeinschaft, haben das deutlich früher als die deutsche Regierung erkannt. Sie waren besorgt, dass Europas Energieversorgung zu abhängig von Russland wird
und die mittelosteuropäischen Staaten, zu denen wir gerade im Osten einen guten Kontakt hatten und gewusst haben, mit ihnen sprechen zu müssen, die wären geopolitisch ausgeklammert worden. Unter anderem deswegen wurde Nord Stream 2 auch mit Sanktionen belegt. Daraufhin wurde der dritte Fehler begangen, um die Sanktionen zu umgehen, wurde die Stiftung mit dem zynischen Namen Klima- und Umweltschutz MV gegründet. George Orwell lässt grüßen. Statt die Sorgen unserer Bündnispartner ernst zu nehmen, hat Schlesigs Landesregierung so noch ein Schlupfloch gefunden, um Nord Stream 2 doch weiterzubauen, um Deutschland noch stärker energiepolitisch an Russland zu binden. Die Stiftung hat das Klima nicht geschützt, sondern ihm geschadet. Zum einen mit dem Bau von Nord Stream 2 und zum anderen, wie so oft bei fossilen Projekten, indem der Windkraftausbau selbst im Nordosten stark zurückging. Weil wir das so heute diskutieren können, freut es mich dennoch, dass die Union jetzt diese Aktuelle Stunde beantragt hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Stiftung unter CDU-Regierungsbeteiligung beschlossen und, wie schon gesagt, von einer CDU-Justizministerin innerhalb von 24 Stunden genehmigt wurde. Vielleicht gab es auch einen engen Draht, einen telefonischen zu meinem Amtor, der das sehr begrüßte, dass es schnell geht. Ich weiß es nicht. Der vierte Fehler wurde von der Finanzverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern begangen. Erst sollte die Stiftung ein millionenschweres Steuergeschenk bekommen, dann wurden Unterlagen verbrannt. Und damit es klar ist, ich mache Kritik bei solchen Dingen nie bei den Bearbeitenden fest, sondern immer ganz oben. Der fünfte Fehler war das Vertuschen dieser Fehler. Es ist vollkommen inakzeptabel, dass die Regierung von Manuela Schwesig das Landesparlament nicht von diesem Vorfall in Kenntnis gesetzt hat. Stattdessen hat sie Informationen zurückgehalten und versteckt. Das muss aufgearbeitet werden und das wird es auch. Daran zeigt sich mal wieder die Stärke unserer Demokratie. Parlamente decken Fehler der Regierenden schonungslos auf und das unterscheidet unsere Demokratie von Putins Diktatur. Herr Amthor, bitte informieren Sie dazu mal Herr Kretschmer in Dresden. Es ist gut, dass wir heute in dieser Debatte darüber reden. Und es ist gut, dass der Schweriner Landtag sich dieser Thematik intensiv annimmt. Die Fehler müssen aufgearbeitet und Konsequenzen gezogen werden. Und bei all dem dürfen wir nicht den ursprünglichen Fehler aus dem Blick verlieren. Statt den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen, hat die unionsgeführte Bundesregierung auf vermeintlich günstige fossile Energieträger aus Russland gesetzt. Billig kommt uns nun alle extrem teuer zu stehen. Das aber korrigieren wir, und wir wissen, mit enormer Anstrengung als Ampelkoalition. Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz und das Wind-an-Land-Gesetz haben wir schon letztes Jahr reformiert. Ebenso haben wir das Windflächenbedarfsgesetz beschlossen. Und in diesem Jahr kommen zwei Solar- und ein Windkraftpaket und wir beschleunigen so weiter den Ausbau der erneuerbaren Energien. Gebäudeenergiegesetz, kommunale Wärmeplanung, Energieeffizienzgesetz. Damit reduzieren wir weiter den fossilen Energiebedarf. So schützen wir das Klima und sichern gleichzeitig verlässliche Energie für Haushalte und Unternehmen. Dabei stärken wir die Beteiligung der Kommunen und auch direkt der Menschen vor Ort. Fossile Energien schaffen Abhängigkeit. Erneuerbare sichern unsere Freiheitsrechte. Wo könnte das deutlicher werden als im wunderschönen Nordosten unserer Republik? Herzlichen Dank. Bernhard Herrmann hat ja ein bisschen spekuliert, wie das abgelaufen sein könnte. Das muss man hier schon noch mal sagen. Auf ihn folgt nun Michael Kruse, der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Also wir sind jetzt fast am Ende dieser Debatte angelangt und ein bisschen ratlos mag man jetzt auf diese Debatte schauen, wenn man zum Beispiel an den Fernsehgeräten oder hier oben auf den Tribünen sitzt. Ich glaube, die Menschen in diesem Land, sie haben ein sehr genaues Gespür dafür, ob etwas mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Und sie haben auch ein sehr genaues Gespür dafür, ob man denn jetzt hier eigentlich irgendwie aus Pflichtgefühl in eine Verteidigungsposition gerät oder ob man ein ehrliches Aufklärungsinteresse verfolgt. Und ich greife die Kollegen der SPD hier im Haus gar nicht an. Ich greife sie gar nicht an, weil sie haben das hier nicht zu verantworten, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Aber am Ende einer solchen Debatte sollte doch klar sein, dass von jeder Fraktion
eindeutig formuliert wird, dass hier Dinge aufzuklären sind und nicht ein Klein-Klein, ihr habt aber auch, Sie waren doch auch dabei, irgendwann hat mal einer von euch was in dem Interview gesagt. Nein, es gibt hier, wie der Kollege Reinhold klar formuliert hat, ein großes Aufklärungsbedürfnis und dieses Aufklärungsbedürfnis, das müssten alle hier im Haus haben und Sie müssten es hier in dieser Debatte auch deutlich artikulieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir uns die Vorgänge anschauen, dann stellen wir mal fest, der Wladimir Putin, der hat ja nicht nur Gaspipelines gebaut. Er hat ganz offensichtlich es auch geschafft, Pipelines zu bauen, durch die Fake News fließen, durch die Propaganda fließen, durch die Lügen fließen, durch die Drohungen fließen. Und diese Pipelines, sie reichen ja offensichtlich bis in die Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern hinein. Und genau das ist es. Genau das ist es, was es aufzuklären gilt. Und wenn wir mal Richtung Zukunft schauen, dann geht es vor allem darum, das für die Zukunft auch zu verhindern. Und ich würde mir sehr wünschen, dass diese Aufklärung bei allen, zuvorderst bei der Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, auch erkennbar wird. Im Moment hat man den Eindruck, der Bock wird zum Gärtner gemacht und damit ist eben auch eine Aufklärung in dem Maße, wie sie erfolgen müsste, nicht gewünscht. Wir sehen, dass viele Dinge von der Opposition im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern erst erstritten werden müssen. Es muss erst erklärt werden, wer eigentlich schon wann vom Steuergeheimnis befreit war. Es muss erst herausgefunden werden, wer denn eigentlich wann welche Informationsstünde hatte. All diese Dinge, man kann dazu beitragen oder man kann es lassen. Wenn man es lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dann muss man eben auch irgendwann die Verantwortung dafür übernehmen. Und Verantwortung übernehmen, das bedeutet nicht, ich sage, dass ich Verantwortung übernehme und ansonsten passiert gar nichts. Das ist nicht Verantwortung übernehmen. Das ist sagen, dass man Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernehmen heißt, dass man für das, was man politisch verantwortet, auch die Konsequenzen zieht. Und das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht gesehen. Es wäre aber mehr als fällig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und in vielen politischen Lagen ist die Gemengelage sehr divers. Es gibt viele Verantwortlichkeiten, sie ziehen sich über viele Zeiträume, unterschiedliche Regierungen und so weiter. Das ist hier nicht der Fall. Das ist hier nicht der Fall. Es ist ganz klar zuzuordnen, bei welcher Ministerpräsidentin die Verantwortung hier liegt. Und deswegen ist es auch sie, die diese politische Verantwortung tragen sollte. Und wenn wir dann das nächste Mal hier zum Beispiel vom Generalsekretär der SPD Forderungen nach Steuererhöhungen hören, dann würde ich vorschlagen, vielleicht fangen Sie mal dabei an, dass Sie die Stiftungen, die in Ihrem Einflussbereich liegen, auch dazu verpflichten, zum Beispiel Schenkungssteuer zu bezahlen zu lassen und nicht ihr noch dabei helfen, am deutschen Steuergesetz vorbei eine Umgehung vorzunehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Form von Hilfe für vermeintliche Stiftungen, sie schadet Politik insgesamt. Und deswegen sind diejenigen, die hier diesen Schaden angerichtet haben, auch ganz besonders verpflichtet dazu, diesen Schaden dann auch wieder gutzumachen und Vertrauen in die Institutionen eben auch wieder aufzubauen. Wir sind sehr für Bürokratieabbau. Wir sind sehr für papierlose Verwaltung. Aber Sie müssen die Papiere schon vorher digitalisieren. Es kann doch nicht sein, dass Sie Papier und Akten verbrennen, dann sagen, na ja, aber bitte lassen Sie die Sachbearbeiterin in Ruhe. Die kann nun wirklich nichts dafür. Aber hier oben politische Verantwortung gibt es auch nicht, weil das war ja nur das Handeln einer einzelnen Sachbearbeiterin. Das ist keine geschlossene Position, die Vertrauen aufbaut. Das ist eine Position, die Vertrauen in die deutschen politischen Institutionen verbrennt. Und deswegen meine ich sehr, Sie sollten in Ihren Reihen nicht nur für Aufklärung sorgen, sondern auch politische Verantwortung an diejenige herantragen, die das Ganze hier federführend zu verantworten hat und bis heute nicht zur Aufklärung beiträgt. Herzlichen Dank. Soweit Michael Kruse für die FDP-Fraktion. Sebastian Brehm spricht nun als nächstes. Er ist Mitglied der CSU und somit auch der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern steht für eine enge Verzahnung der SPD mit russischen Interessen. Jetzt
und für eine enge Verzahnung mit dem Kreml, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wurde gegründet nicht für den Klimaschutz, hören Sie mir zu, sie wurde gegründet nicht für den Klimaschutz, sondern um internationale Sanktionen zu umgehen. Eigentlich müsste sie heißen Schleswig-Stiftung zur Umgehung internationaler Sanktionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Klimastiftung, steht seit Neuestem auch für den Versuch, Steuerunterlagen zu vernichten. Dieser Vorgang ist skandalös. Und wenn Sie, Herr Kollege Kreml, sagen, vermeintlicher Skandal, das ist ein handfester Skandal hier in Mecklenburg-Vorpommern und nichts anderes. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, in jeder Rede, die Sie hier beim Bundestag halten, werden die Unternehmerinnen und Unternehmer als Steuersünder dargestellt, werden genau kontrolliert. Es wird nur angeblich Steuern verschoben und sie müssen noch mehr Bürokratie leisten und noch mehr Meldepflichten erfüllen. Sie werden noch mehr unter Generalverdacht gestellt. Der ehrbare Kaufmann, der jetzt das sieht, was Sie hier betreiben, der fällt vom Glauben ab, wenn er zusehen muss, wenn Steuerunterlagen wohl auf politischen Druck hin vernichtet werden und wie die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern und die gesamte SPD bis zum Hals im Steuersumpf steckt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit stehen eben bei Ihnen nicht im Vordergrund, wenn es um eigene Interessen geht und wenn es um Ihre eigene Klimastiftung geht und wenn es um Millionenzuwendungen aus dem Kreml geht. Steuererklärungen gehen in Flammen auf und mit ihr die letzte Glaubwürdigkeit der SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon skandalös, wenn Sie sagen, eine Finanzbeamtin des Finanzamtes Ribnitz-Damgarten hat das verübt, sozusagen, weil sie wahrscheinlich unter politischen Druck geraten ist. Gleichzeitig erzählt uns Herr Goye, der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern, übrigens just einen Tag, bevor wir hier das auf der Tagesordnung haben, er könnte es uns ja auch hier erklären, aber er kommt nicht hierher und traut sich auch nicht, hier zu sprechen. Wir wüssten auch nicht, ob er die Wahrheit spricht. Und er sagt dann, ja, selbstverständlich ist es steuerpflichtig und selbstverständlich gelte das auch für die Klimastiftung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie Ihr Koordinatensystem inzwischen verschoben ist und Ihr Unrechtsbewusstsein. Das ist die eigentliche Zeitenwende, die Sie vornehmen. Was haben Sie für ein verschobenes Koordinatensystem, wenn es um Steuergerechtigkeit geht und wenn es um lückenlose Aufklärung geht? Nichts davon bei der SPD in diesem Zusammenhang. Es geht um eine Zahlung von 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG, Gazprom, also direkt aus dem Kreml, an die sogenannte Klimastiftung und um eine Schenkungssteuer von 9,8 Millionen Euro. Und dass bei dieser Summe niemand etwas davon gewusst hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wem Sie das erzählen wollen, aber das glaubt kein Mensch. Und wenn schon, dann müsste man auch eine gewisse Betroffenheit haben. Und lieber Herr Kollege Kremels und Malakotki, also Ihre Betroffenheit hält sich hier schon sehr, sehr stark in Grenzen. Wenn Sie sagen, ja, das ist vielleicht ein Skandal und man müsste mal gucken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein handfester Skandal. Das ist ein Steuerskandal und ein Skandal der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern und der gesamten SPD. Und ich sage Ihnen auch gleich, warum. Denn diese Konstruktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kleine Rädchen im Getriebe, das einfach mal große Steuerforderungen verschwinden lässt, aus eigenem Antrieb, das hatten wir doch schon mal. Die Stichworte heißen Warburg, Cum-Ex, Olearius und Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Steuersumme in Hamburg war ein bisschen höher, 155 Millionen Euro. Wurde noch garniert mit einer Spende an den Ortsverband von Herrn Kaas mit 38.000 Euro und 210.000 Euro Bargeld im Schließfach. Und Ihre Aufklärungsarbeit ist einfach so, wie Sie das in Hamburg machen. Und ich zitiere eine aktuelle Meldung des NDR aus der letzten Woche. Die Hamburger SPD ernannte einen treuen Genossen zum obersten Aufklärer der Cum-Ex-Affäre. Nach Informationen von NDR und Manager-Magazin äußerte der Verfassungsschutz wegen einer Russland-Connection Zweifel, ob der SPD-Mann Zugang zu geheimem Material bekommen sollte, vergeblich. Das ist die Aufklärungsarbeit der SPD. Wenn Sie das wirklich ernst nehmen, dann klären Sie diesen Fall lückenlos auf. Und ich kann Ihnen sagen, die ganzen Erinnerungslücken, ob es Scholz ist oder Schwesig ist, wir werden da nicht locker lassen, bis dieser Fall lückenlos aufgeklärt ist.
Und Sie treten von oben nach unten, letzter Satz, Sie treten von oben nach unten auf die Finanzbeamtin. Der Tag, an dem das Treten von oben nach unten aber mal auf Sie kommt, wird der Tag sein, Ihre Rücktritte Herr und Kollege. Der Rücktritte Ihrer Ministerin Schwesig. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und damit kommen wir jetzt zur letzten Rednerin in dieser Debatte. Auch sie kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Katrin Tschau sitzt auch für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Klimaschutz und Energie des Deutschen Katrin Bundestags. Tschau, die Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich möchte abschließend noch einmal die Frage stellen, warum diese Aktuelle Stunde so stattgefunden hat. Warum hat die Union diese Aktuelle Stunde eingefordert und so betitelt? Aufklärung der Rolle von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Rahmen der Vorgänge um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn sie nicht vorhat, die Ministerpräsidentin von MV fortzuführen und zu beschädigen, diese klare Intention hatte der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey gegenüber den Medien vehement abgestritten. Warum giftet Herr Frey in der Presse und verlangt gar einen Sonderermittler, obwohl im Land ein Untersuchungsausschuss die Vorgänge um die Klimaschutzstiftung bereits transparent beleuchtet? Was traut er eigentlich den Landtagsabgeordneten seiner eigenen Partei zu? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand einen Sonderermittler für den Freistaat Bayern gefordert hat, als 2021 der Maskendeal um gleich drei hochrangige CSU-Politiker aufflog. Hier ging es um den Verdacht der persönlichen Bereicherung in Höhe von etwa 50 Millionen Euro. Ein Untersuchungsausschuss folgte. Über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft. Keine Ministerpräsidentin und kein Ministerpräsident schaltet sich an staatsanwaltschaftliche Ermittlungen ein oder in steuerrechtliche Prüfungen. Es liegt nahe, dass die CDU heute wie so oft darauf setzt, dass die Menschen schnell vergessen könnten und nicht mehr nach der Verantwortung und der Rolle der CDU gefragt wird. Die Gründung der Klimaschutzstiftung bietet sich scheinbar an, meiner Ministerpräsidentin exklusiv die Fehlentwicklung der deutschen Russlandpolitik anzuhängen. Weil sie als Ministerpräsidentin vollzogen hat, was sich ein Großteil der Politik und Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt gewünscht hat, nämlich die Fertigstellung der Pipeline und die Abwehr extraterritorialer Sanktionen, lässt sich heute im Nachgang zu all dem sprechen. Dagegen sind die vielen Treffen von Vertretern der russischen Seite und Ministerpräsidenten der Union weniger gut dokumentiert und abrechenbar. Heute arbeitet sich die Union unverhältnismäßig an, ja, an was eigentlich ab. Noch dazu ist es selbstverleugnend, weil alle wussten, gerade der CDU-Landesverband MV, was in unserem Bundesland passiert. Die Stiftungsgründung war eine Umgehungsstraße unter den Augen der Öffentlichkeit. Es ging eben auch darum, die unter der Trump-Regierung verhängten extraterritorialen Sanktionen zu umgehen. Rückblickend betrachtet stieß die Pipeline Nord Stream auf breiten politischen und gesellschaftlichen Rückhalt. Gewarnt haben in der Tat die Grünen. Mit der Pipeline verband man deutsche und europäische Energieversorgungssicherheit. Es sollten durch eine moderne Pipeline weniger Leckagen und weniger Methanschlupf verursacht werden. Und es wurde die Nachnutzung der Pipeline für den Transport CO2-freien Wasserstoffs auch nach Europa erwogen. Das hat auch der Abgeordnete Philipp Amthor so gesehen. Zur Erinnerung zitiere ich aus dem Plenarprotokoll seiner Rede im Deutschen Bundestag. Und, Zitat, ich kann Ihnen auch sagen, was die Menschen vor Ort erwarten. Sie erwarten, dass die Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt wird. Denn die Menschen vor Ort möchten keine Bau- und Investitionsruine. Und das möchte ich als Bundestagsabgeordnete in Lubin auch nicht. Stattdessen möchte ich die Unterstützung für die Unternehmen, für die Firmen, für die Menschen, die vor Ort an der Fertigstellung dieser Pipeline arbeiten. Die Fertigstellung dieser Pipeline liegt nicht nur im russischen Interesse, sie liegt vor allem im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 entspricht der geltenden Rechts- und Genehmigungslage in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben kein Interesse daran, etwas zu verändern. Als Ministerpräsidentin des Bundeslandes, in der die Pipeline anlandete, übernahm Manuela Schwesig dahingehend die Verantwortung. Die Frage ist, wie sich andere Bundesländer verhalten hätten, wenn die Geografie eine andere wäre.
Sehr geehrte Abgeordnete der Union, es wird Ihnen nicht gelingen, meiner Partei abzusprechen, sich mit der eigenen Russlandpolitik kritisch auseinanderzusetzen. Die Landesregierung verfolgt weiter das Ziel, Landesregierung MV, das Ziel, die Stiftung so schnell wie möglich aufzulösen. Der Geschäftsbetrieb ist durch den Vorstand der Stiftung abgewickelt worden und soll von unabhängigen Wirtschaftsprüfern testiert werden. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird der Vorstand der Stiftung zurücktreten. Danach wird die Landesregierung die weiteren Schritte zur Auflösung der Stiftung einleiten. Wir sind nicht im Besitz einer Zeitmaschine. Entscheidungen, die gefallen sind, kann man nicht zurücknehmen. Man kann sein Handeln demgemäß nur an veränderte Realitäten anpassen. Und man kann Fehler eingestehen. Genau das hat die Ministerpräsidentin getan. Vielen Dank. Die Aktuelle Stunde ist damit beendet.